Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum DoD-Podcast. Ziel ist es wie immer, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben. Unsere Themen heute: die Aktienmärkte stehen monetär und geldpolitisch unter Druck. Außerdem, welchen Einfluss wird die Inflation auf den breiten Aktienmarkt haben? Und welche Auswirkungen sind durch die Zinserhöhungen für den Rentenmarkt zu erwarten? Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DoD-Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie einen Blick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DoD Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel. Mein Name ist Mario Künzel und bei mir wie immer zu Gast der Kapitalmarktexperte der DoD Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie. Hallo. Ja, Herr Dr. Kafanek, die Aktienmärkte stehen monetär und geldpolitisch unter Druck. Unser erstes Thema heute, der Januar, hat ja für die meisten Investoren, wenn sie so wollen, eine gewisse Überraschung mit sich gebracht. Ein echter Fehlstart, wenn sie so wollen, ins Börsenjahr 2022. Begründet wird es im Allgemeinen mit diesem monetären Druck und diesem geopolitischen Druck an den Aktienmärkten. Hinzu kommt natürlich auch die Berichtssaison, vor allem aus dem Tech-Sektor, die in einigen Bereichen für Enttäuschung gesorgt haben. Und der Tech-Sektor ist ja vor allem auch in den USA deutlich zurückgekommen. Ja, sehr viel Unsicherheit, was ja die Börse bekanntermaßen nicht allzu sehr mag. Die Frage nun an Sie ist, wie geht's weiter? Warten die Investoren jetzt noch bis zur nächsten US-Notenbank-Sitzung? Die ist ja am 16. März und hoffen, dass Jerome Powell jetzt ja vielleicht erstmal nur einen Zinsschritt geht anstatt gleich zwei. Oder müssen wir weiterhin mit dieser harten Gangart der amerikanischen Notenbank rechnen? Ja, ich glaube, was man noch mal erinnern sollte, ist schon der etwas fast schon strategische Wechsel der amerikanischen Notenbank. Im Dezember war man eben noch nicht so, also hawkisch, sprich so aggressiv unterwegs, was Zinserhöhungen anbelangt. Und das hat sich im Laufe des Januars schon verändert. Und es gibt eben jetzt mehrere Spekulationen, die erwarten sogar mehr als 4 Zinserhöhungen allein im Jahr 2022. Und der Marktkonsens ist so, dass wir mit 4 Zinserhöhungen rechnen, beginnend ab März und damit quasi 4x 25 Basispunkte um 100 Basispunkte oder 1 Prozentpunkt höher sind. Zwischenzeitlich gab es aber auch immer wieder den ein oder anderen Kommentar von Vertretern der amerikanischen Notenbank, die sich geäußert haben, dass man vielleicht noch restriktiver in der Geldpolitik sein sollte. Also insofern kann es sein, dass wir sogar eine 50 Basispunkte Zinserhöhung sehen im März. Das würde den Markt wahrscheinlich nochmal negativ überraschen. Das andere Thema, was man nochmal betonen muss, ist eben, dass es nicht nur um Zinserhöhungen geht, sondern wirklich auch um eine Verkürzung der Notenbankbilanz. Das heißt, das Tapering wird ja jetzt im März auslaufen, also dann werden die letzten Beträge gekauft im Rahmen von Quantitative Easing und dann kann es auch sehr schnell sein, dass die Notenbank im zweiten Quartal dieses sogenannte Quantitative Tightening macht. Und da gibt es eben gewisse Unsicherheiten und je nachdem, wie die Kommunikation der Fed jetzt ausfällt, bleibt dieses Thema, denke ich, auf der Agenda und kann kurzfristig auch nochmal negativ überraschen. Also wir haben hier einerseits eine Zielerwartung des Marktes, aber die ist eben auch nicht so bombenfest, dass es keine negativen Überraschungen geben könnte. Also sowohl Druck auf der Zinsseite als auch auf der Liquiditätsseite. Sie haben es gesagt, die Zinsen werden erhöht, voraussichtlich 4-mal, gibt ja auch schon Prognosen bis zu 7-mal. Man will natürlich die Inflation bekämpfen und dann bleiben wir auch gleich bei der Inflation. Wenn Sie so wollen, geht es an der Börse ja grundsätzlich mal um zwei Dinge. Es geht um Gewinnentwicklung von Aktiengesellschaften und es geht um Entwicklung von Zins. Und wenn man den Zins jetzt sich anschaut und sagt, naja, rein vom Realzins her ist es noch nicht allzu attraktiv, im Rentenmarkt zu investieren, dann sehen wir auf der Aktienseite natürlich das Thema, inwieweit kann Gewinnwachstum realisiert werden. Und beim Gewinnwachstum kommt natürlich auch dazu,
dass man die Inflation berücksichtigen muss. Und nicht jedes Unternehmen hat diese amerikanische Begriff Pricing Power, dass man auch diese Inflation damit bekämpft, indem man höhere Preise durchsetzt. Was glauben Sie, Herr Dr. Gefahrenli, welchen Einfluss wird die Inflation unter diesem Aspekt, dass nicht jeder höhere Preise durchsetzen kann, auf den breiten Aktienmarkt haben? Also zunächst ist es mal so, und das ist das Dilemma der amerikanischen Notenbank, sie kann auf der Nachfrageseite was machen. Also durch Zinserhöhungen ist dann schon die Erwartung, dass sich die Nachfrage etwas abschwächt. Aber die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank, die bringen nichts auf der Angebotsseite. Das heißt, die ganze Lieferkettenproblematik wird dadurch überhaupt nicht entzerrt, wird überhaupt nicht verbessert, weil eben nur auf der einen Seite die Möglichkeit besteht. Sicher haben die Unternehmen, die stärkere Preissetzungsmacht haben, sind in einer guten Position, weil eben auf der anderen Seite die Knappheit so groß ist, dass salopp formuliert jeder Preis bezahlt werden muss. Allerdings sollte hier auch perspektivisch die volkswirtschaftliche Erklärung greifen. Je länger die Preise hier oben bleiben, dann ermattet ja auch irgendwann auf dem höheren Preisniveau, auf dem erhöhten Preisniveau die Nachfrage, weil es den Leuten schlicht zu teuer wird. Gleichzeitig wird dann aber das Angebot auf Sicht der nächsten Quartale, das ist schon unsere Erwartung, sich verbessern. Das heißt, diese Lieferkettenproblematik wird geringer. Sie wird nicht verschwinden, wenn man jetzt die letzten Umfrage anschaut, aber sie wird sich verbessern. Und dann kriegen Sie schon einen Ausgleich Richtung Inflation dahingehend, dass sie zurückkommt. Weil das Angebot wird sozusagen auf der Nachfrageseite gedämmt durch die Notenbanken. Auf der anderen Seite, die Angebotsseite erhöht sich. Und vor dem Hintergrund schafft man eher so einen Ausgleich in dieser Perspektive, sodass die Inflation im Jahresverlauf runterkommen sollte. Das Problem für die Finanzmärkte, insbesondere für die Aktienmärkte, ist das folgende. Wir kriegen dann eben aufgrund dieses erhöhten Angebots, geringerer Nachfrage, die Auslastung wird dann quasi schon optimaler. Wir kriegen nicht diese Nachfrageüberhänge. Und dann kann es eben sein, dass die Geldpolitik überschießt, sprich die Zinserhöhungen zu viel des Guten sind und damit die Nachfrage stärker zurückkommt. Und das ist jetzt noch kein Thema für die nächsten Monate, aber im Jahresverlauf könnte dann dieses gefürchtete Rezessionsgespenst schon noch auftauchen, insbesondere wenn die Kurve flach wird, das heißt, wenn die Zinsen im zweijährigen Bereich genauso hoch sind wie im zehnjährigen Bereich. Das ist, wie gesagt, ein etwas komplexeres Thema, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mehr Zeit investiert. Aber ich fasse es trotzdem mal einigermaßen zusammen. Es wird aufs Feingefühl der Notenbank ankommen, und zwar weniger auf die Handlungen, sondern auch, wenn ich Sie richtig verstehe, auch auf die Wortwahl, die ja bekanntermaßen 2018 nicht allzu gut gelungen ist. Ja, und hier vielleicht noch ergänzend, und das schafft natürlich schon potenziellen Druck auf die Aktienmärkte, weil dieser Prozess normalerweise sehr holprig verlaufen kann und die Unsicherheit, das dämpft schon den Aktienmarkt an sich. Ja. Ja, Sie wissen, glaube ich, schon, was kommt. Herr Dr. Gefahrenli, Sie haben uns die Aktienseite angeschaut. Jetzt will ich natürlich von Ihnen auch mal was von der Rentenseite wissen. Deswegen kommen wir zum Schluss unseres Interviews jetzt hier nochmal kurz zum Rentenmarkt. Es ist ja bekannt, dass steigende Zinsen zu fallenden Kursen bei Anleihen führen. Und wir rechnen nun, Sie sagten gerade selbst, 4 Zinserhöhungen mal auf jeden Fall. Womit gerechnet wird, gibt Prognosen von anderen, die bis zu 7 hochgehen. Das muss man mal sehen, ob das passiert. Aber wie gesagt, erhöhte Zinsen führen zu Kursverlusten bei Anleihen. Und aufgrund der hohen Inflation müssen ja in diesem Jahr die Zinsen auch kommen. Also, was bedeutet jetzt dieses Szenario für den Rentenmarkt? Welche Auswirkungen sind durch Zinserhöhungen für den Rentenmarkt Ihrer Meinung nach zu erwarten? Die sind per se negativ über alle Marktsegmente. Also sowohl für Staatsanleihen als auch für Unternehmensanleihen guter Bonität als auch für Junkbonds ist die Perspektive hier erstmal nicht gut. Sie ist halt umso schlechter, je länger die Laufzeit ist, weil bei steigenden Zinsen die festverzinslichen Wertpapiere mit längeren Laufzeiten höhere Kursverluste erleiden. Wir haben das eben so gelöst bei uns, indem wir keine langen Laufzeiten haben. Und wenn wir sie aus übergeordneten Gesichtspunkten haben müssen, dann haben wir sie abgesichert über Zinsfutures. Und das Gute in Anführungszeichen ist, dass der Markt natürlich jetzt schon sich relativ gut damit vertraut ist mit dieser Zinsperspektive, jetzt gerade mit diesen 4 Zinserhöhungen und damit im Rentenmarkt schon einiges an Negativem drinsteckt. Und denke ich, es wird noch ein bisschen Unsicherheit geben in den nächsten Wochen. Und wenn man in die Historie schaut, war es gar nicht selten so, dass nach der Zinserhöhung
eine klare Stabilisierung beim Rentenmarkt eingetreten ist und zum Teil sogar eine Gegenbewegung gelaufen ist mit freundlichen Kursen. Wenn man es zusammenfassen will, ist schon sehr viel Negatives im Rentenmarkt drin, sodass wir jetzt auch nicht mit einem dramatischen Überschießen rechnen, dass sich was die 10-jährigen Zinsen in Deutschland für Bundesanleihen nochmal verdoppeln auf 0,60 oder in den USA auf 2,5% für 10-Jährige gehen. Das ist ein Szenario, was aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich ist, weil eben schon sehr viel eingepreist wird. Also Sie haben die Zusammenfassung dieses Podcasts jetzt schon fast selbst gesagt. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn man was Gutes an diesem in Anführungsstrichen Fehlstart der Börsen in 2022 sehen darf, dann das, dass die Negativszenarien, Klammer auf, die schon bekannt sind, Klammer zu, eingepreist sind. Zwar kein Grund zur Euphorie für die Märkte in den nächsten Wochen, aber auch kein Grund für übertriebenen Pessimismus. Kann man das so zusammenfassen? Das würde ich so sehen. Und wie gesagt, wenn Korrekturen da sind, dann sind wir natürlich auch in unseren Portfolien immer dabei, die Risiken rauszunehmen bzw. abzumildern. Und mittelfristig, denke ich, wird das Zinsniveau gar nicht so hoch gehen, wie das halt vor 15 Jahren war, sodass natürlich die Aktie auch unter längerfristigen Gesichtspunkten definitiv von Interesse bleiben wird oder interessant sein wird. Herr Dr. Gefahrenegg, dann sage ich wie immer vielen Dank. Wir sind wie immer am Ende unseres Podcasts angekommen. Haben Sie vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir ebenfalls für Ihre Zeit und für Ihr Interesse. Bleiben Sie wie immer gesund, bleiben Sie uns treu, das würde uns freuen. Und auf ein baldiges Wiederhören. Ihre DJE Kapital AG. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.